Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute ist der dritte Tag vom Heidschnuckenweg. Das Wetter hat sich leicht verschlechtert. Wir wandern heute weiter und am Ende der Wanderung gucken wir uns noch ein bisschen an, was denn so in meinem Rucksack drin ist für diese Winterwanderung. Ich mache also ein kleines Loadout für euch. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe jetzt schon zusammengepackt. Ich habe hier gestern einen relativ schönen Platz gefunden. Die Nacht war... Hallo Flugzeug, ein bisschen angenehmer als die letzte. Ich habe meine Jacke einfach anbehalten und enger abgespannt, ja, so dass weniger Wind runterpfeifen konnte. Und ja, jetzt habe ich alles zusammengepackt. Der blaue Himmel von gestern ist weg. Es hat eben schon leicht gehagelt, es ist Schneeregen angesagt für heute, aber ich beschwere mich nicht. Ich hatte zwei Tage richtig geiles Wetter und dann wandere ich jetzt langsam mal los durch das, ich glaube, Büsenbachtal heißt es. Nach Andelow und danach nach Undelow. Sehr kreative Namensfindung, by the way. Und ja, dann wandere ich mal los. Ja, ich war gerade am Kaffee Schafstall, ja, im Büsenbachtal. Da muss man ein bisschen vom Weg abgehen, ja, dauert eine Viertelstunde. Ja, das Café erstmal sieht super gemütlich aus, aber ja, Wintersaison. Wir haben bis 14 Uhr geschlossen und es ist halt ein großer Hof und so. Und ich gehe da halt rauf, weil ich will diesen scheiß Stempel haben, weil ich habe ihn ja in Buchholz schon nicht gekriegt, ne? Und dann bellt mich erstmal so ein Hund an. Ich bleib so stehen, so, hey, Wachhund, was machst du hier? So ein ganz alter Hund, ne? Und ich bleib da halt einfach stehen. Ja, und guck mich um, so links, rechts, wo ist denn mal so ein bisschen Licht in den verschiedenen Häusern? Bin dann zu einem Haus hingegangen, nachdem ich mir sicher war, dass mich der Hund nicht anbellt, weil er mich nicht mag, sondern einfach nur, weil er Bescheid geben will. Ja, von da an ist mir der Hund dann übrigens die ganze Zeit über den Hof gefolgt, wie so ein treuer Begleiter, so rechts neben mir, so nom, 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 nom. Ja, der wollte eigentlich nur Knuddel haben die ganze Zeit, habe ich dann später rausgefunden, weil er sich immer wieder so hingestellt hat, nachdem ich ihn einmal gekrault habe, dass ich ihn wieder kraulen musste, sonst bin ich nicht weggekommen. Ja, und dann habe ich in einem Privatgebäude auf dem Gelände, wo ich eigentlich überhaupt nicht rauf durfte, weil da Betreten verboten stand, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, in ihrem Büro die zuständige Frau gefunden. Die Arme habe ich dann rausgescheucht, ja, bei Schneeregen bzw. leichtem Hagel. Und dann habe ich meinen Stempel gekriegt. So, und jetzt kommen wir gleich in Andelow an. Ja, nach dem Büsenbachtal kommt Andelow. Da treffe ich meine Frau, die reist aus Hamburg an, chillt ein bisschen mit mir, weil die hat heute frei, nimmt ein bisschen Schmutzwäsche mit, die muss ich ja nicht noch extra mitschleppen weiter, ne? Bringt mir einen Schlafsack-Inlet, weil ich mich ein bisschen verschätzt habe. Ja, ganz entspannt, dann verbringen wir ein bisschen Zeit und dann versuche ich heute von Andelow nach Undelow noch zu kommen. Ja, mal sehen, ob ich das bis heute Abend dann noch schaffe und dann noch Zeit habe für das kleine Loadout. Wird alles ein bisschen zeitlich, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber ja, ich fahre da jetzt erstmal weiter. Andelow, ich komme.
Ja, hier haben wir mein ganzes Gepäck einmal zusammen. Wiegt mittlerweile nur noch knapp 13 Kilo, weil ich die Hängematte abgegeben habe und nicht ganz so viel Wasser drin ist. Aber 13 Kilo sind trotzdem noch 13 Kilo. Ja. Ich habe hier vorne die Tamarage Wrist Rest dran. Ist einfach, ne, habe ich euch schon mal erzählt, dass die super ist zum Unterlegen. Die geht nicht kaputt. Vor allen Dingen, wenn man die hier draußen dran hat, ja, mit dem Clip kann man schnell so zack. Und dann kann man die sich auf einer Bank unterlegen, wenn die voll mit Schnee ist und so weiter. Das ist sehr praktisch, dann ist sie schnell wieder zusammengerollt. Man muss sich keine Gedanken machen, dass sie nass wird, weil sie saugt sie nicht voll. Hier unten im Bodenfach haben wir zwei Schlafsäcke. Ja, ich habe einmal einen, der hier, der geht bis ungefähr null, der Grand Canyon. Und dann habe ich noch so einen kleinen Sommerschlafsack. Und die lege ich ineinander und das hat letzte Nacht ganz gut funktioniert, muss man sagen. Also ich war damit relativ zufrieden. Ja, klar, wenn der Körper von selber nicht warm wird, dann ist es manchmal ein bisschen kalt. Ja, bei mir ist es immer so an den Hüften, ja, am Hüftknochen. Da wird mir von selbst immer nie warm, muss ich sagen. Da kann ich auch ein Defense 6 nehmen und den bei plus 5 Grad benutzen. Da ist mir irgendwie immer so ein bisschen kalt, ist wie bei Frauen an den Füßen. Aber so ist das, ne? Damit muss man leben und umgehen. Hier oben auf der aufgesetzten Falltasche haben wir einmal drin ein Poncho, den brauchte ich bis jetzt noch nicht. Und meine kleine Campinglaterne. Die hänge ich einfach oben ins Zelt rein, ja? Und dann ist alles super. Habe ich ein bisschen Licht, wenn ich im Zelt sitze, mir noch eine Stulle abends mache oder was weiß ich. Hier außen dran, als extra kleines Pack, hier ist der Wanderpass drin. Oh, den kann ich euch übrigens mal zeigen, ne? So sieht übrigens der Wanderpass aus, ja. Hier sieht man vier Stempel, wo ich vorbeigekommen bin. Ja, jetzt brauche ich nur noch 10 Stempel, dann kriege ich eine goldene Anstecknadel. Und hier in der Tasche ist dann noch meine Powerbank drin, Ersatzakkus, Kabel, was man so alles gebrauchen kann, ne? Hier drin in der Seitentasche habe ich meine Nalgene-Flasche, ja, 1 Liter, um schnell ranzukommen. Und auf der anderen Seite habe ich einmal die Flasche drin, ja, die Bertrand, wo ich mir gerade Frühstück mitgemacht habe. Und dann ist hier noch einmal Nahrung drin, ja, das Bertrand Müsli Morgen Bio Ultra Toll Pulver, ja, im Vanillegeschmack. So, kommen wir zum Hauptfach, ja, was da so alles drin ist. Hier haben wir einmal einen Essensbeutel. Da stopfe ich alles, auch was so Müll angeht, rein. Und wenn ich das nächste Mal in eine Stadt komme, dann kann ich das so ein bisschen, wie sagt man, wegschmeißen halt, ne? Hier drin habe ich eine lange Unterhose und extra dicke Socken zum Schlafen, wasserdicht verpackt. Hier drin habe ich eine kleine Daunenunterziehjacke, ja? Ganz doll komprimiert, ziehe ich dann abends an, wenn ich mich entspannen will, ja? Hier drin ist alles, was so mit Kosmetika zu tun hat, ja, zum Beispiel Hirschtalcreme und Zahnbürste, ja, was es nicht alles gibt. Hier vorne ist dann mein Tarp, ja, das ist ordentlich nass geworden, weil es heute Nacht geregnet hat. Und hier vorne dann noch eine kleine aufblasbare Matte, die benutze ich zum doppelten Komfort mit der dann zusammen. Und hier ist dann mein Zelt mit unten den Fiberglasstangen dran. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich eigentlich nur so das Nötigste dabei, würde ich es sagen. Es ist natürlich trotzdem viel, weil es einfach Winter ist, ja. Zum Beispiel die Daunenunterziehjacke bräuchte man ja nicht, wenn es nicht unter 10 Grad nachts fallen würde. Ja, 5 wäre auch noch in Ordnung. Und all solche Geschichten. Und wenn es richtig gutes Wetter wäre, müsste man ja auch kein Zelt nehmen, sondern könnte einen Biwaksack nehmen. Aber das habe ich ja schon mal erklärt, warum ich das nicht mehr machen will. Zumindest, wenn die Temperaturen auf unter 0 fallen. So Leute, wie ihr schon seht, ist es schon ein bisschen dunkler geworden. Wir haben es schon knapp 17.30 Uhr. Ja, das heißt, es ist wieder Lageraufschlagzeit angesagt. Für alle, die sich für Stempelpässe, bla 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 und diese Nadel interessieren, in Wesel ist jetzt nicht mehr beim Heidelusthof, sondern bei irgendeiner Pension, bei der ich den Namen jetzt gerade schon wieder vergessen habe, die neue Stempelstelle. Ich sage das, weil ich habe zum Beispiel einen alten Pass bekommen an der Stelle, wo ich war. Und da steht noch das andere drauf. Musste erstmal ein bisschen suchen, aber das ging dann relativ schnell. Die waren erstmal ganz entsetzt, als ich gesagt habe, ja,
ich gehe um diese Jahreszeit wandern und dann schlafe ich auch noch draußen. Da kamen die da nicht so mit klar. Ich muss auch sagen, das Wetter war heute richtig grässlich. Ja. Dafür war es schön, mit meiner Frau kurz ein bisschen was essen zu gehen. Ja. Die hat mich so mit der Bahn besucht und ist dann wieder nach Hause gefahren, weil in Handelow kann man relativ gut von Hamburg aus hin. Deshalb hat sich das angeboten, weil sie spontan frei hatte. Ja. Und dann, es hat gewindet und gehagelt und was weiß ich. Also die letzten 2 Stunden bin ich nur so rumgelaufen, ja, größtenteils so. Ah, ihr seht's, wie so ein Überterrorist. Es wird auch ein bisschen kälter. Sie hat mir einen kleinen Schlafsack-Innenläden mitgebracht, ja. Ich hoffe, das bringt was bei der Kälte. Und jetzt würde ich sagen, suche ich mir erstmal einen Lagerplatz. Und ich denke, dann melde ich mich nochmal. So, Leute, ich fühle mich geblendet. Ja. Hab mir jetzt hier in einem sehr gemütlichen Plätzchen, muss ich sagen, mein Lager eingerichtet. Ja. Blicke der Nacht entspannt entgegen durch mein zusätzliches Innet. Wir werden morgen sehen, ob das stimmt oder ich erfroren bin. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du die nächsten Heidschnucken-Videos nicht. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.